Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo, heute wieder aus Konradsdorf, die Folge 5. Ihr werdet euch vielleicht wundern, wir haben heute mal ein bisschen die Szene gewechselt. Das heißt, wir sind eine Kircheninsel weiter nach drüben, um auch mal ein bisschen ein anderes Bild zu sehen. Ein anderes Bild. Ne? Gut, also passt auf, heute wird es spannend, heute geht es um Schokolade. Und dafür haben wir natürlich auch wieder einen Gast eingeladen. Ich freue mich riesig, die Jacqueline ist heute da. Pralinen Herz Dresden, seid gespannt, bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Ciao. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Hallo. Hallo Jacqueline. Hallo Kai. Wir machen so, bam. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast nach Konradsdorf. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vor allen Dingen mit so vielen Leckereien. Heute ist ja das Thema Schokolade. Meine große Leidenschaft. Deine große Leidenschaft. Und ich denke mal, du hast wahrscheinlich ein Kundenportfolio. Die ganze Welt liegt dir eigentlich zu Füßen, wenn man es mal so will. Theoretisch schon, ja. Also mit Schokolade kriegst du eigentlich jeden, oder? Positives genießen tut auch fast jeder gern. Es gibt sicherlich Vereinzelte, die Schokolade nicht mögen, aber ich glaube, das ist die Minderheit. Ich glaube auch. Genau, also wir haben ja nicht irgendeine Schokolade mit dabei. Du hast ein bisschen Schokolade mitgebracht. Du hast natürlich auch ein bisschen was von deinem Portfolio mitgebracht, was du da in Dresden auf der Koschitzer Straße zelebrierst, was du anbietest. Und dazu natürlich jetzt hier in unserer Folge bei Rizzo kocht, heute natürlich auch ein bisschen mehr. Also du kannst gern dich austoben mit dem, was du tust. Ich weiß, dass du super Schokoladen herstellst, weil wir haben früher schon mal miteinander zusammengearbeitet. Was steht denn heute auf der Agenda? Also wir machen heute ein zweierlei Schokomousse-Törtchen. Mm. Als Schokolade habe ich heute mal speziell die Ruby mitgebracht. Die ist ja jetzt ganz neu auf dem Markt, seit ungefähr 3 Jahren. Mhm. Die ist durch Zufall von der Firma Kallebaut entdeckt worden. Also die Bohne, die heißt genauso wie die Schokolade. Und dann haben die 13 Jahre dran getüftelt, bis sie die perfekte Rezeptur hatten, um dann eine wirklich feine Schokolade draus zu machen. Das heißt also, wenn ich es nochmal zeigen darf, die rote Farbe, wie dann auch, wenn wir es probieren, der bärige Geschmack kommt direkt aus der Bohne. Da wird also weder Fruchtpulver noch irgendein Farbzusatz dazugegeben, sondern nur ein bisschen Zitronensäure, damit man einfach den bärigen Geschmack noch ein bisschen deutlicher schmeckt. Okay. Ansonsten ist das reine Natur, die Farbe, die rubinrote Farbe kommt direkt aus der Kakaobohne. Mega. Man kennt es inzwischen, denke ich schon, die eingängigen Medien und Werbeträger zeigen es, ob in Schokoriegelform oder in Eisform. Und wir machen es heute in einem schönen Schokoladenmousse. Ich bin mega gespannt drauf. Genau, dazu... Ja, krönen werden es natürlich die Beeren, die ich noch mitgebracht habe. Und wir wollen ja nicht nur süß heute, wir wollen mal süß mit herzhaft kombinieren. Mm. Das heißt, Schokolade muss ja nicht unbedingt süß sein, ne? Sondern ganz einfach diese Kakaonote ganz einfach mit zugeben. Ne? Genau. Punkt ist, wir haben hier heute beim Patrick wieder bei Edeka Müller ein schönes Dry-Age-Beef mitgebracht, und zwar ein Entrecot, 21 Tage trocken gereift im Reifeschrank. Und das werden wir ganz einfach grillen, und dazu machen wir einen gegrillten Radicchio Chicorée und eine Orangen-Ingwer-Schokoladen-Marinade dazu. Genau, das wird im Prinzip die Vorspeise sein. Das Dessert kommt dann hinterher, weil Dessert braucht natürlich auch seine Zeit, um ganz einfach auch zu ziehen, also anzuziehen quasi, dass wir auch die Konsistenz haben, dass es auf dem Teller halt dann... Genau, das Törtchen, es wird ja ein Törtchen und nie ein Mousse in einem Glas, wo uns das Glas die Form hält, ja. Sondern wir wollen ja irgendwann den Tortenring abmachen, und da sollte es natürlich auf dem Teller nicht breit laufen. Von daher brauchen wir ein bisschen im Kühlschrank. Haben wir das schon mal gemacht? Nee, machen wir heute in der Form das erste Mal. Siehst du, und es gibt immer Sachen, die man zum ersten Mal macht, und das finde ich das geil, das finde ich das Spannende. Und deswegen sollte man auch zu Hause keine Scheu haben, vor irgendwelchen Sachen was zu probieren. Einfach ran an die Töpfe, machen, probieren, und natürlich funktioniert das nicht mit ausgewählten Lebensmitteln, das ist ganz klar. Und hier betrachte ich Schokolade natürlich auch als Genussmittel.
Auf jeden Fall. Also wir reden hier nicht von einer 1,99 Euro Schokolade, sondern das ist natürlich auch in der Hinsicht eine wertige Schokolade, die wir verwenden. Genau, demnächst habe ich gehört, ihr habt auch Kontakt mit dem Marktleiter quasi, also mit dem Marktinhaber, dass ihr wahrscheinlich dort auch noch mit in das Programm oder in das Portfolio vom Markt mit aufgenommen werdet. Genau, richtig. In Vorbereitung zum heutigen Termin hat er mich gestern angerufen und hat gesagt, dass er heiß auf unsere Schokoladen ist. Lecker. Und dann schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an? Also als erstes würde ich vorschlagen, machen wir den Tortenboden, weil der muss noch in den Ofen und danach auch abkühlen, damit das Schokoladenmus dann später auch eine Chance hat, drauf fest zu werden. Feuerfrei, was soll ich machen? Die Eier haben wir schon mal aufgeschlagen. Da müssen wir jetzt einen Zucker dazugeben und dann geht es in die Küchenmaschine. Müssen wir aber nochmal in die anderen Schüsseln um. Genau, in die Schlagkessel, hier in den Schlagkessel rein. Bam. Wir haben ja einmal den Rohrzucker und den Braunzucker, geben wir mit dazu und dann muss das erstmal eine ganze Weile schön schaumig schlagen. Also hier alles zusammen. Genau. Genau, du sagst mir jetzt, was ich hier zu machen habe und ich mache das mal. Also ich tue jetzt im Prinzip hier die Maschine dafür anmachen. Genau. Dann läuft die Nummer. Dann werde ich, weil es ein schöner Schokoboden werden soll, Kakaopulver noch mit Wasser aufrühren. Dann müssen wir das Mehl noch sieben. Ein bisschen Backpulver und Natron kommt auch mit rein. Und wenn dann das Ei richtig schaumig aufgeschlagen ist, heben wir das Ganze drunter. Zum Schluss noch ein bisschen Buttermilch und dann streichen wir das einfach aufs Backblech. Einfach, ne? Genau. Und dann kann es schon ab in den Ofen. Perfekt, den habe ich schon vorgeheizt, 180 Grad, Oberhitze, genau. Unterhitze. Ne? Wie lange werden wir dann später sehen? Das testen wir dann einfach aus. Genau. Na? Gut, also wir machen jetzt hier mal den Biskuitboden zu Ende. Wir haben jetzt noch Butter mit reingeschlagen. Jawohl. Genau. In der Zwischenzeit habe ich hier das Kakaopulver mit warmem Wasser aufgerührt. Warmes Wasser, damit sich das Kakaopulver auch schön löst. Das geben wir jetzt mit dazu. Danach hebe ich das Mehl unter. Hier haben wir auch auf Weizenmehl verzichtet, sondern arbeiten mit Dinkelmehl. Da müssen wir noch ein bisschen Backpulver und Natron dazugeben. Genau, und zum Schluss die Buttermilch drunter. Perfekt. Ich würde das zusammenrühren. Genau, dann mache ich inzwischen mal hier die Orangenreduktion für unsere Marinade, für den Radicchio. Weil der ja natürlich diverse Bitterstoffe enthält und da können wir ganz einfach mit etwas Frucht und ein bisschen Ingwer und ein bisschen Schokolade dort das Ganze minimieren. Ne? Also dazu nehmen wir uns hier mal ein paar schöne Orangen. Jetzt kommt natürlich auch wieder die Zeit, ne? Wir müssen unser Immunsystem ein bisschen stärken. Da macht natürlich so ein frisch gepresster Orangensaft so ziemlich viel Sinn, früh am Morgen. Ingwer sowieso. Und Schokolade ist fürs Gemüt. Oder für die Nerven. Gehört irgendwie auch in die kalte Jahreszeit mit rein, wenn man sich auf dem Sofa vor dem Kamin gemütlich macht. Ist das ja schon irgendwie ein bisschen Genuss, ne? Und dann noch ein leckeres Stück Schokolade. Du sag mal, Jacqueline, wie läuft denn das bei dir? Sag mal, wenn du natürlich in so einer Schokoladenfabrik, Manufaktur arbeitest. Du willst mich jetzt nie auf meine Schwächen ansprechen, oder? Doch. ich bin zugegeben eine Naschkatze und kann selten an unseren Pralinen vorbei. Also am liebsten nasche ich Pralinen. Ich bin gar nicht so der Schokoladentafelgenießer, sondern wirklich die kleine, feine Praline. So bin ich ja auch zu dem Handwerk gekommen. Meine Leidenschaft zur Pralinenherstellung ist das, was mich dazu gebracht hat, mich selbstständig zu machen und auch den Namen für unsere Firma zu finden. Mhm. Der kommt also wirklich davon, dass mein Herz für die Pralinenherstellung schlägt. Wie lange machst du das schon? Seit 10 Jahren. Ich war damals in einem Bürojob, aber irgendwie hat mein Herz schon immer für das Thema Schokolade geschlagen. Und dann war ich mit meinem Sohn schwanger und dann habe ich gesagt, wenn nie jetzt, wann dann? Du musst es nie wieder machen, wenn du jetzt nie den Schritt gehst. Und dann habe ich während der Elternzeit angefangen, das Konzept für mein Unternehmen zu schreiben. Und dann musst du natürlich auch viel testen und probieren, Rezepte kreieren. Richtig. Kontakte knüpfen, wo du dann irgendwo auch deine Schokolade verkaufst. Genau. Dann habe ich von zu Hause aus angefangen, damit ich halt für mein Kind noch ein bisschen da sein kann. Habe also bei mir zu Hause eine kleine Produktion eingerichtet, habe einen Online-Shop aufgebaut und dann habe ich mich erstmal auf allen möglichen Märkten, vorrangig halt Weihnachtsmärkte,
rumgetrieben und habe dort meine Schokoladen angepriesen. Habe erste Händler in Dresden gesucht, bei denen ich meine Schokolade verkaufen kann. Und dann habe ich gedacht, es ist so auch immer ein schönes Thema, wenn man auch andere in das Handwerk einweiht, damit die auch ein bisschen verstehen, warum handgemachte Schokolade, hochwertige Schokolade auch so viel kostet, dass es eben nicht in 5 Minuten gemacht ist, sondern dass man da relativ lange dabei bleiben muss mit Geduld, bis so eine kleine winzige Praline fertig ist. Richtig. Und habe dann eben auch die Seminare ins Leben gerufen. Habe mit Pralinenseminaren angefangen, da habe ich mich eben in Kochstudios eingemietet und den Gästen gezeigt, wie so eine Praline entsteht. Also wirklich vom Herstellen der Masse über das Formen der Pralinen bis hin das Wichtigste und die Königsdisziplin, das Temperieren der Schokolade. Mhm. Da habe ich auch in meiner Anfangszeit lange gebraucht, um das wirklich zu perfektionieren. Die Schokolade muss ja wirklich temperaturmäßig auf den Punkt sein, damit man sie weiterverarbeiten kann, die schön knackig und nicht grau wird, sondern schön mattseitig glänzend. Richtig. Da spielt Temperatur eine Riesenrolle. Auf jeden Fall. Ne? Auf ein halbes Grad genau muss man da schon pingelig sein. Heutzutage gibt es ja auch Maschinen dafür, die das machen. Und du hast vor uns schon gesagt, wenn man natürlich das mal lange Zeit wieder nicht gemacht hat, muss man sich dann ein bisschen einfuchsen in die Thematik. Und vor allem, wenn man dann wirklich 10 Leute um sich rum wuseln hat, die auch ein bisschen entertainen will, ist es schon schwierig, sich dann auch auf die Schokolade zu konzentrieren. Glaube ich dir. Aber naja, das ist eben Handwerk pur. Ja, und neben den Seminaren für die Erwachsenen haben wir dann auch Kindergeburtstage gemacht. Für Kinder ist ja Schokolade auch immer ein Riesenthema. Bin ich eben anfangs zu den Familien nach Hause gefahren und dann haben wir Schokoladenfiguren hergestellt und Schokoladentafeln, die man dann mit Marshmallows, Gummitierchen und alles, was das Kinderherz begehrt, so garniert. Was ich ja total klassisch finde in der Winterzeit, wo habe ich es hier? Die heiße Schokolade. Mega. Na, auf jeden Fall. Heiße Milch? Heiße Milch, also kein Wasser, funktioniert ja mit Schokolade nicht. Das ist auch was, was die Kunden bei uns im Café immer wieder begeistert. Oh, absolut, also hier. Die sagen immer, das schmeckt jetzt wirklich richtig nach Schokolade. Es ist halt ein Unterschied, ob ich wirklich Kakaopulver in Wasser einrühre oder ob ich richtige Schokolade mit Wasser oder Sahne eben aufrühre. Ne? Genau, dann sind wir auch wieder bei dem Punkt Genussmittel. Das muss ja nicht jeden Tag sein, sondern... Richtig, na, wenn man so eine Tasse heiße Schokolade hinter hat, ist man auch erstmal satt. Ne? Richtig. Wenn es dann auch eine schöne dunkle Schokolade ist, wir arbeiten ja heute auch mit nur 72%igen bei der dunklen Schokolade, dann ist das schon sehr gehaltvoll. Absolut. Genau. Gut, wir brauchen jetzt ein Backblech mit Backpapier, genau. Oder? Normalerweise würde ich das jetzt in den Backrahmen gießen. Mhm. Selbst wenn dann der Boden hochkommt, bleibt der im Rahmen. Mal sehen, was uns heute hier passiert. Ich glaub, so wie stark machen wir ihn? Ich habe ein bisschen Angst. Wollen wir es nicht auf 2 Backbleche verteilen? Ich glaube, er wird sich auf jeden Fall noch einen Abnehmer finden. Das denke ich auch. Der ist ganz lecker, der Boden. Hier kocht's. Was gehört beim Backen dazu? Bitte? Na, Kosten, oder? Wenn ich mit meiner Mama als Kind immer gebacken habe, hat immer die Schüsseln so ausgerührt, dass nicht mehr zum Naschen übrig war. Robert. Das fand ich immer ganz furchtbar. Wenn du jetzt fies wärst, hättest du den Löffel wieder weggezogen. Gibt es jetzt eine Kameraeinstellung auf dich? Das wäre jetzt zu geil. Das wäre zu geil, oder? Ja. Geht's? Ja. Genau, schieben wir mit rein. So, wir hatten ja vorhin schon gesagt, wir schauen brauchst. Einfach mal, was der Ofen sagt. Genau. 30. Da ist natürlich auch jeder Ofen unterschiedlich, ne? Auf jeden Fall. Wir haben bei uns im Seminarraum 2 verschiedene Backöfen, sind auch solche Haushaltsbacköfen. Und dort backe ich ab und an auf Kundenbestellung auch mal Macarons. Ist jeder Ofen unterschiedlich. Mhm. Stelle ich unterschiedlich von der Temperatur ein und dann werden die auch unterschiedlich braun. Korrekt. Brauchen unterschiedlich lange. Also man muss das auch austesten, ne? Wie jeder Backofen zu Hause, wenn man es wirklich so pingelig genau braucht. Wir haben vor 4 Folgen Pizza gebacken hier in dem Ofen drin. Und der Ofen, der ist wirklich schon 25 Jahre alt, ne? Eine Mega-Pizza. Also diesen Backergebnisse bei dem Ofen dabei, ein Traum, also sensationell. Gut. Ich freue mich schon aufs Endergebnis. Richtig. In der Zwischenzeit, wie gesagt, ich habe die Orangen ausgepresst und lasse im Prinzip ins... Also jetzt direkt eingeatmet. Es geht. Den lassen wir jetzt um die Hälfte ungefähr einreduzieren, geben noch ein bisschen Ingwer dazu. Und den Ingwer lasse ich gern natürlich mit Schale, weil dort natürlich die
meisten Inhaltsstoffe, Mineralien, Vitamine drin sind, hier mit rein, lassen wir die einköcheln. Die bringen natürlich auch eine gewisse Schärfe halt mit, was wir natürlich für unseren Salat gern mit dazu haben möchten. Also einkochen lassen, reduzieren lassen, dann lassen wir abkühlen, geben Olivenöl dazu, ein bisschen frische gehackte Petersilie und pürieren die ganze nochmal durch. Und das wird so die leichte Marinade. Und oben drüber machen wir hier von der Schokolade. Ja, 72%. 72% Kakaoanteil. Mhm. Raspeln wir im Prinzip nur so ein bisschen was rein. Ah, so, sehr schön. Das ist dann schon extrem. Finde ich persönlich auch. Hier. Da streiken jetzt doch. Leute, ihr habt es gehört. Wer ist es gewesen? Die Niki. Die Niki macht wahrscheinlich irgendwelche Experimente. Ich weiß nicht, was sie da tut. Egal. Aber Niki ist da, würde ich euch sagen. Und Niki hat natürlich für den heutigen Tag auch wieder was Spezielles vorbereitet. Vielleicht tut sie jetzt auch gerade umswitchen. Ich weiß es nicht. Aber Niki, willst du jetzt was sagen oder später? Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht. Okay. Jetzt schieben wir das Fleisch rein. In der Zwischenzeit, wir können ja für unsere zweierlei Mousse schon so ein bisschen was vorbereiten, oder? Naja, wir müssen dann das Ei schaumig schlagen über dem Wasserbad. Wollen wir die Sahne vielleicht schon mal anschlagen? Ja, schieben wir dann einfach in den Kühlschrank. Können wir machen, müssen wir zweimal machen. Zweimal. Weil wir zwei verschiedene Mousse machen. Also haben wir hier. Dann würde ich schon mal abwiegen, ne? Genau. Kai, wie viel Sahne brauchen wir denn für das Schokomousse? Du hast doch den schlauen Zettel hier liegen. Wir brauchen ja nur wirklich für, was haben wir gesagt, 7 Törtchen haben wir drin, ne? Mhm. 7 Törtchen, da würde ich mal sagen, keine Ahnung, mach mal einen halben Liter hier. Also 2x300 oder sowas in die Richtung? Mhm. Also bei dem Fleisch, das hatten wir ja nun schon in der ersten Staffel schon mal zelebriert, gezeigt, wie auch immer. Wir garen es im Prinzip rückwärts, das heißt, wir gehen erst in den Ofen damit bei 80 Grad auf dem Gitterrost komplett ungewürzt und dann braten wir es kurz vorm Anrichten erst links, rechts an. Ne? Das heißt, ich sag mal so circa bei der Stärke, die wir hier haben, eine halbe Stunde 80 Grad sollte passen. Ne? Also ab damit in den Ofen. Gut, Jacqueline, jetzt machen wir die zweite Charge an Sahne. Sahne, genau. Und dann widmen wir uns langsam der Kuvertüre, dass wir die so ein bisschen schmelzen lassen. Die können wir lassen. Ja genau, schon auf dem Wasserbad anschmelzen. Da mache ich hier mal unser Töpfchen fertig fürs Wasserbad. Robert, Vorsicht! So ihr Lieben, wir sind wieder hier. Ne? Die Sahne ist geschlagen, ganz entspannt, ist im Kühlschrank. Und bleibt dort im Prinzip schön kühl. Und das ist ein Induktionskochfeld. Wenn wir einen richtigen Topf ausgewählt haben, dann kommt der auch auf Temperatur. Nur dort. Nur die Fläche. Ach, das nur ist dort. Ja, ne? Also du kannst jetzt hier anfassen. Mir passiert nichts. Ne? Das ist doch auch kindgerecht, oder? Absolut. Die Kleinen, die da mal drüber fassen? Absolut. Coole Sache. Genau, und da schmelzen wir uns jetzt schon mal die Schokolade. Richtig. Passt das hier so mit der Größe? Haben wir das? Nee, das haben wir nicht getestet. Ist aber eigentlich immer ganz schlau. Aber enge Kiste, ne? Aber ja, weil theoretisch sollte die Schokolade nie unbedingt im Wasser liegen. Im Wasser hängen, sondern wirklich nur durch Dampf, den Wasserdampf. Ne? Genau. Also machen wir hier ein bisschen Wasser weg. Oder guck mal, der Robert, der ist nämlich halt auch ein Fuchs, ne? Der ist nämlich schon jetzt lange dabei. Super. Danke, Robert. Perfekt. So, genau. Die weiße Schokolade ist da besonders sensibel. Wenn die zu heiß wird, wird die richtig grisselig. Mhm. Und das willst du ja an deiner Schokolade und deinem Mousse nie wirklich haben. Also sollte man bei so einem Wasserbad immer aufpassen, dass, wie gesagt, die Schüssel nicht unbedingt im heißen Wasser hängt. Und zum anderen, dass man wirklich den Topf kleiner als die Schüssel wählt. Wenn du mal schnell machst, hast du ja so eine Schüssel, also so einen Topf und so eine Schüssel. Und wenn es dann richtig losdampft, richtig. Kann auch der Wasserdampf dafür sorgen, dass die Schokolade fest wird. Wasser also sollte auch nicht unbedingt in die Schokolade rein. Genau, das sollte man tunlichst vermeiden. Sobald die flüssige Schokolade mit Wasser in Berührung kommt, dickt die aus, härtet die aus und kriegst sie einmal neu. Genau. Du kannst die Schokolade zwar naschen, dafür ist sie dann noch gut, aber zum Weiterverarbeiten halt nicht. Richtig. So, wo mache ich denn jetzt weiter? Als erstes, schaut euch mal hier
Pralinchen, Anja. Mega, oder? Robert, hast du schon eine probiert? Nee. Nö, darf man da gar nicht, ne? Nee, eigentlich, ich dachte mir, drapieren die dann schön auf unseren Dessertteller. Genau. Du Kai, du musst mir nochmal helfen. Ich bin pass auf, und zwar, bei dem geht das total cool. Dort hoch. Und jetzt kannst du hier zurückgehen, oder? Super, weil es kocht ja schon. Und wenn du Kinder zu Hause hast, die da nicht mit dran spielen sollen, das wird ja immer besser. Nimmst du cool. Es einfach weg. Wobei, ich denke, das können wir jetzt erstmal so lassen und wir setzen die dunkle noch auf. Das ist ja mal cool. Technik, die begeistert. Ich habe zu Hause noch so einen ultra oldschool Nicht-Induktionsherd. Ist ja nicht schlimm. Also wenn du damit parat kommst, am schlimmsten ist dann quasi die Umstellung, wenn du irgendwann mal auf Induktion wechselst und kochst das erste Mal deine Kartoffeln, deine Eier oder was auch immer. Weil alles sofort aus ist, ja, oder? Mhm. Weil du arbeitest ja momentan noch mit Resthitze, mit Sicherheit. Ja. Machst aus und dann nutzt du die Restwärme. Genau, das ist bei der Induktion halt nicht mehr. Wenn aus, dann aus. Wir haben übrigens die Kombination auch in der Schokoladentafel. Ja? Orange Ingwer, haben wir die nicht sogar hier vorne im Korb? Nee, wir haben jetzt hier Erdbeer-Lavendel. Das war so dein Favorit, habe ich gehört. Hier, guck. Orange Ingwer, das siehst du. Da die Orange doch. Ist in der Schokolade drin, in Form von Orangenzesten. Mhm. Die habt ihr uns auch mal empfohlen. Mhm. Und dann haben wir den Ingwer eher als kantierte Variante, weil es ja getrocknet sein muss. Mega. Mhm. Also ihr macht im Prinzip die Schokoladen mit Gewürzen, mit getrockneten Obst, genau, wir sind Früchten. So ein bisschen spezialisiert auf... Schokolade mit Gewürzen, wobei ich die herzhafte Küche da sehr mag und auch Kräutern. Also okay. Ich verarbeite Lavendel, Rosmarin, Thymian, sowohl in der Praline als auch auf der Schokoladentafel. Wir müssen uns so unterhalten miteinander. Ne? Ja, ich finde das du guckst so da, unpersönlich. Genau. Richtig. Also Robert hat gesagt, da und da. Wenn du dort stehst, ist es vielleicht besser. Blöd, oder? Aber ja, wenn da der Kamera mal hinter der Kamera rumfasst, kann man ja nur lachen. Richtig. Genau, also zurück zum Thema. Wir verarbeiten sehr gern die Kräuter und eben auch die Gewürze. Da würde ich gleich nochmal hinhuschen. Das ist ja so unser, sind ja unsere gemeinsamen Anfänger, die weiße Schokolade mit Zitronenpfeffer. Korrekt, genau. Das waren noch Zeiten, das liegt 4-5 Jahre zurück, glaube ich. Ja. Das könnte so sein, 4-5 Jahre. Wo wir natürlich noch im Gewürzbusiness unterwegs waren mit einem Kollegen, mit dem Thorsten Bayer. Und das waren so die Anfänge, wo wir uns eigentlich auch erst kennengelernt haben, sage ich jetzt mal. Ne? Richtig, genau. Also den Thorsten kanntest du schon länger. Ja. Definitiv. Jetzt kam natürlich die Situation, wo wir ganz einfach dieses Ritze-Koch-Projekt ins Leben gerufen haben. Und natürlich immer Personen, die in meinem Umfeld unterwegs sind, mit dem man mal was zu tun gehabt hat, wo man auch eine gewisse Zusammenarbeit sich vorstellen kann oder Zusammenarbeit erlebt hat, ganz einfach dort mit in dieses Projekt mit einzubeziehen. Und deswegen stehst du heute hier. Genau, das passte damals wirklich sehr gut, weil wir ja schon in dem Bereich unterwegs waren, herzhaft und süß zu kombinieren. Und da passte euer Zitronenpfeffer gut dazu. Wir haben den Orangenpfeffer in der Zartbitterschokolade schon ausprobiert. Und dann habe ich gesagt, bringt mir mal alle möglichen Gewürze. Mhm. Die er so denkt. Und dann haben wir das alles in Schokolade probiert. Alles in weiße, Vollmilch und dunkle rein. Und dann haben wir mal geguckt, wo es passt. Vielleicht kommen wir ja wieder zusammen in der Hinsicht. Curry, Garam Masala. Du machst das natürlich nicht allein. Also du hast natürlich auch helfende Hände. Ja, richtig. Ich habe zwei Angestellte, die Sandra und die Christine. Wir sind eigentlich alles Allrounder. Man sieht uns also überall, mal in der Produktion, mal im Café, mal im Seminar. Also wer uns besucht, wird auch alle davon sehen. Wir sind also alle mit Herzblut dabei. Das ist bei uns ganz groß geschrieben, die Leidenschaft. Vorrangig zum Handwerk und dann halt zum süßen Handwerk. Genau. Cool. Wollen wir nach unserem Biskuit schauen? Vielleicht ist der schon fertig, gut. Oder? Also, genau. Holztest. Ne? Wenn es kleben bleibt, muss es noch ein bisschen. Aber der ist ja schön dünn, von daher könnte es durchaus schon gut sein. Was ich noch erwähnen möchte, ist das Schokoladenabo. Gibt es das bei dir noch? Ja. Fand ich eine mega Idee. Also für einen Schwiegerpapa, der ist auch leidenschaftlicher Schokoladenesser, der hat es wirklich genossen. Ja, ne? Sehr schön. Also das war eine Idee, super, fand ich genial. Schoko-Abo,
echt mal ausprobieren. Ne, meine Kamera ist da drüben, Schoko-Abo, echt mal ausprobieren. Also ihr seid natürlich auch online vertreten, pralinenherz-shop.de. Perfekt. Einfach mal reinschauen. Ne? Ja, das Pralinen-Abo gibt es einmal als zwei Lieferungen im Jahr, also halbjährlich im ersten Halbjahr, im zweiten Halbjahr eine Lieferung oder mit vier Lieferungen. Und es wird jedes Mal eine 10er-Kartonage Pralinen geben und eine Schokoladentafel, wobei wir dort meistens die neuesten Kreationen reingeben. Genau, eine sehr beliebte und leckere Sache, die man zu Weihnachten, zum Geburtstag verschenken kann. Ich würde gerade sagen, in den Sommermonaten macht das nicht, ne? Nee, das setzen wir mal aus, genau. Dort versenden wir es nicht, wir versenden es im Maxi-Briefkarton und das geht natürlich über die Sommermonate schief. Ansonsten ist es kein Problem, über den Sommer zu versenden. Es gibt Styroporboxen oder ähnliche Varianten. Es gibt immer den Kühlakku, den man mit reingibt. Wobei, wenn wir dann wirklich die ganz hohen Temperaturen haben, mache ich das dann auch nicht. Dann Korrekt. Guckt man einfach, ob man es ein bisschen schieben kann. Genau. So, ich tue jetzt mal hier einfach meinen Salat vorbereiten. Das heißt in der Hinsicht hier den Radicchio. Radicchio hat natürlich auch wieder Chicorée. Bitterstoffe, hatte ich ja vorhin schon gesagt, und die kann man natürlich ein bisschen unterbinden, indem man als erstes hier den Strunk auf jeden Fall rausschneidet. Der enthält definitiv die meisten Bitterstoffe. Und dann als kleinen Tipp, den Salat ganz einfach ein bisschen lauwarm halt abwaschen. Ne? Ist so ein Tipp, sage ich mal, wer halt nicht unbedingt auf die Bitternoten des Salates steht. Aber ansonsten kann man in der Hinsicht auch mit einem Dressing dort gegenwirken, was eine ordentliche Süße mitbringt. Das war jetzt der Stichpunkt. Ne? Ich muss dann nochmal auf die Suche nach Honig gehen. Aber ich weiß, wo er ist, im Auto. Und dann werden wir hier den Chicorée und den Radicchio dann ebenfalls mit dem Fleisch zusammen auf der Grillplatte einfach mal etwas angrillen. Na, kommt auch so aus der mediterranen Küche, gerade der Radicchio. Eigentlich in Norditalien heimisch, also im Venediger Raum. Ja, Salat ist überhaupt ein schwieriges Thema bei Kindern, ne? Ja, aber das entwickelt sich dann. Irgendwann kommen die dann mal auf den Trichter. Du hast eins, zwei? Ein Kind. Ein 12 Kind. Ist er inzwischen. 12? Mhm. Dann kommt jetzt so langsam die Zeit, wo er dann auch sich an den Salat... Aber wie gesagt, in den ersten Jahren trickst man dann einfach mit solchen Sachen. Absolut. Ne? Das funktioniert auch gut. Perfekt. Sehr gut. Also abkühlen immer. Ja. Also fangen wir mit dem rosanen Schokomousse an. Das war Braunboden, rosa Schokomousse und dann obendrauf schwarzes Schokomousse. Weil die Optik spielt ja immer eine Rolle. Richtig. Gut, für einen Schokomousse brauchen wir jetzt Eier. Eier, genau. Zucker. Das Ganze wird dann wieder schön schaumig geschlagen. Diesmal machen wir es über dem Wasserbad. Haben wir noch Zucker? Ja, haben wir. Den habe ich bloß schon wieder versteckt. Okay. Theoretisch würde ich ja auch gerne auf den Zucker verzichten, aber dann lässt sich das Ei nicht so gut aufschlagen. Den brauchen wir also in dem Fall. Sag mal, die Dosis macht das Gift, ne? Richtig. Also, wir wollen das ja auch genießen halt heute hier. Und von daher... gibt es wirklich nur einen Esslöffel Zucker hier zum Eiaufschlagen dazu. Na? Einer reicht es aus, ne? Ja. Und dann mache ich mal hier den restlichen Zucker hier rein. Für das zweite dann? Genau. Darf ich kurz vorstellen? Das ist die Jackie. Das Pralinenherz. Pralinenherz. Der Mike. Der Mike. Personal Coach, Vital Coach. Hier sieht man ja, wie es blühende Leben, Wasser, ne? Und kommt heute zum Schokoladeessen vorbei. Sehr gut, sehr gut. So, was brauchen wir noch? Kuvertüre hast du. Die Schokolade haben wir schon geschmolzen. Richtig. Die Kuvertüre. Ich guck mal inzwischen nach dem zweiten Blech. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schokolade und Kuvertüre? Schokolade, Kuvertüre, da geht es um Kakaoanteil, gehe ich mal von aus, oder? Ein Kakaobutteranteil, genau. Also wenn eine Schokolade mindestens 31% Kakaobutter enthält, darf sie sich Kuvertüre nennen. Im Volksmund denken das immer alle andersrum, dass Kuvertüre was Schlechteres, vermeintlich Schlechteres als Schokolade ist. Dabei ist es eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Genau, eigentlich das Gegenteil, oder? Ja. So, gucken wir mal hier zu unserem zweiten Blech. Der ist auch fertig, nehme ich raus. Sehr schön. Wenn du da am Tag mehrere Schokomousse-Torten machst und ständig aufschlagen musst, weißt du dann die nächste Woche im Unterarm, was du gemacht hast. Was an der Rezeption nicht gibt. Guck mal, ist das schon gut so? Das sieht mega aus. Reicht das? Ja.
Definitive. Jetzt müssen wir es eigentlich wieder kalt ausschlagen, oder? Kalt ausschlagen bedeutet im Prinzip in einem Eiswasserbad wieder runterkühlen, damit natürlich Ei und Kuvertüre. Wobei die ja jetzt nicht temperiert ist, die ist ja schon ein bisschen warm. Wobei hier der Rand wird schon wieder fest, die können wir noch mal kurz mit drüber halten. Würde ich auch sagen, ne? Kamera, die. So, geht los. Jetzt ist die Schoki noch schön rosa. Wenn wir sie jetzt hier ins Ei gerührt haben, sieht die dann ein bisschen unansehnlich aus, finde ich. So, die wird so gräulich. Mir geht. Aber wir können ja dann hinterher noch so ein bisschen was drüber raspeln, oder? Naja, oder ich habe ja extra solche Stückchen aufgehoben, dass wir die dann noch schön dekorativ mit ransetzen können. Gibt es die eigentlich auch im Einzelhandel, so in den kleinen Tröpfchen? Nee, ne? Im Einzelhandel nie, aber auch wenn ich nicht fürs Internet bin, aber wenn jemand Hobbybäcker ist, ist er im Internet schon auch gut unterwegs. Okay. Da findest du inzwischen schon viele. Zur Not, die aus der Region kommen, die können auch zu uns in den Laden kommen. Also wir verkaufen auch solche Zutaten. Bei euch gibt's das? Ja. Okay, cool. Also wir haben es jetzt nie im Regal stehen, aber wenn auf Nachfrage, verkaufen wir das auch an unsere Kunden. Wir haben ja viele, die dann im Nachgang nach so einem Pralinen-Seminar zu uns kommen und dann immer mal, wenn sie Großproduktion haben, zu irgendwelchen Feiertagen, dann die Zutaten bei uns kaufen. Ob das okay. Die Hohlkörper sind oder eben die gute Schokolade, die Kuvertüre oder auch mal so Transferfolie zum Dekorieren von den Pralinen. Ich gebe jetzt einfach die Sahne unter unsere Schoko-Eimasse. Genau, mega, mega, mega. Und ich werde mal hier die Sache ausstechen, oder? Ja, gerne. Und dort wird es dann natürlich auch gleich sinnig sein, wenn wir das auf dem Blech machen, auf dem halben Blech, gleich wieder in den Kühlschrank rein, aber am besten unten drunter auch ein Backpapier, oder? Ja, falls doch am Rand was durchläuft. Also wir haben jetzt einen Boden unten drunter, ne? Theoretisch würde es vielleicht auch ohne funktionieren. Was macht man jetzt eigentlich mit dem ganzen Rest? Essen. Oder eine Punschkugel. Genau, in die Richtung wollte ich gerade. Wir backen auch öfters mal so, um dann Kickpops zu machen. Wird der Teig dann einfach schön zerkrümelt. Und je nach Geschmack entweder Marmelade drunter geknetet. Mega. Oder, wie bitte? Mega. Oder in Salzkaramell machen wir gern. Mm. Oder eben in Schokomousse. Niki, wie läuft's bei dir? Daumen hoch. Wir haben jetzt lange keine Explosion mehr gehört. So, im Endeffekt, ne, wenn wir die Mousse dann zusammen haben, der Boden ausgekühlt ist, füllen wir im Prinzip die erste Masse ein. Ja. Lassen die wieder ein bisschen anziehen. Genau, wenn man es schön getrennt haben will, die Schichten, sollte man das erst ein bisschen anziehen lassen. Wenn man mal keine Zeit hat, kann man es auch übereinander und dann so ein bisschen mit Stäbchen schön verrühren, dann hat man auch ein schönes Muster drin, also würde auch gehen. Welche Variante nehmen wir heute? Also ich fände es schon toller, wenn man, außer die Zeit, die drängt. Nö. Aber wir wissen ja auch nie, wie lange dann das Törtchen noch im Kühlschrank stehen bleiben muss, damit es durchgezogen ist. Das wissen wir nicht. Also da sollte man auch ein bisschen Zeit dafür einplanen. Das hört jetzt eh keiner, ne? Sollte man auch ein bisschen Zeit dafür einplanen, dass dann das Schokomousse auch durchzieht und fest wird. Bei einer Torte, 28er Durchmesser, brauchen wir da schon 3 Stündchen, bis das richtig fest ist und dann auch die Form hält. Ne? Wir wollen ja dann den Ring abmachen und dann soll das ganze Törtchen die Form halten. Das Törtchen ist nun kleiner als die Torte. Robert! Was denn da? Nimm den Löffel aus der Schüssel. Den Finger meine ich. Der Arm wird schon schwer, oder Kai? Komm, gib's zu. Der wird schwer, ja, definitiv, ne? Aber ich darf es nicht so laut sagen, weil Coach Mike ist da. Ne? Der hat ja gesagt, ab und zu mal wirklich bis, ne? Bis Anschlag. Durchziehen. Aber das ist dann morgen wieder. 7 Uhr bin ich wieder Mode. Disziplin ist das Zauberwort, oder wie? Jawohl. Nee, ich denke, die ist noch gut. Guck mal, die ist noch schön flüssig. Haben wir noch eine Gummilippe oder soll ich einfach die hier nehmen? Guck mal, ich nehme jetzt einfach die. Ja, das passt so. Jetzt passt. Ach nee, jetzt muss ich.
Ist es gut so? Echt, hast du keinen Favorit? Oh, am liebsten mag ich Nougat. Da haben wir vor uns gerade über Süße geredet. Mm. Aber ich bin ja nur wirklich auch schon lange Zeit jetzt in Abstinenz, was Schokolade betrifft. Ja. Wegen der Bikini-Figur oder weswegen? Naja, man muss ja auch irgendwann mal, was heißt man muss nicht, ne? müssen wir gar nichts. Aber man sollte doch irgendwann mal so ein bisschen Obacht geben. Ne? Ich denke, das Geheimnis liegt im richtigen Genießen. Richtig. Das schult unsere Christine immer in unseren Online-Tastings, dass man sich Zeit nehmen soll und alle Sinne dazu nutzen soll. Und dann ist nämlich auch die Tafel Schokolade nie in 5 Minuten alle, sondern wirklich stückchenweise. In 7. Die Online-Tastings, die ich gerade ansprach, die sind jetzt durch Corona bedingt entstanden. Wir haben schon immer Schokoladenverkostungen angeboten, was ja dann eine Zeit lang dieses Jahr gar nicht mehr möglich war. Und deswegen haben wir uns entschlossen, das Ganze online zu machen. Das heißt, unsere Kunden buchen das auf einen bestimmten Termin und bekommen dann eine Woche vorher ein Tastingpaket zugeschickt. Da sind verschiedene Schokoladentafeln drin, verschiedene Pralinen. Die Kakaobohne ist drin, eine heiße Schokolade, also die Kakaospäne für eine heiße Schokolade und Kakaoschalen. Die müssen dann zu Hause sich eine heiße Schokolade vorbereiten, setzen sich dann vor ihren Laptop, ihren Rechner oder das Handy, je nachdem, kriegen von uns im Vorfeld auch noch einen Online-Zugang, dass sie sich einwählen können in das Tasting und dann ja, genießen wir gemeinsam. Meine Kollegin Christine erzählt viele nette Sachen dazu. Cool. Das Highlight ist so ein bisschen der Kakaoschalentee, den wir gemeinsam dann auch während des Tastings zubereiten, weil das viele gar nicht kennen. Wir haben hier eine Kaffee- bzw. Kakaorösterei in der Nähe. Ich bin vor uns durchgefahren durch Mohorn, die Miss Braun, von der bekommen wir die Kakaoschalen. Und die sind halt sehr nachhaltig unterwegs und versuchen alles zu verarbeiten. Um die Kakaobohne ist ja noch eine kleine Schale ringsrum, die normalerweise weggeschmissen wird, vor dem oder nach dem Rösten. Und die rösten die Bohne zusammen mit den Kakaoschalen, dann wird es gesplittet und wir machen aus den Kakaoschalen dann einen Tee. Ist vielleicht auch eine gute Alternative. Ja. Riecht herrlich nach Schokolade, schmeckt auch nach Schokolade, ist aber natürlich nicht Schokolade. So intensiv von den Kalorien. Also auf jeden Fall in der Hinsicht schon eine Alternative, mal nur um den Geschmack. Kakao, ja, den natürlich schmeckt es nicht so intensiv wie eine Schokolade, ist ganz klar. Ne? Aber die Aromen der Schokolade sind schon mit dabei, der Kakaobohne, ne, die Kakaoaromen. Gut, ich würde sagen, die wäre jetzt eigentlich schon zum Abfüllen soweit. Perfekt. Lass uns doch gucken, was unsere Böden machen, ob die ausreichend abgekühlt sind. Und dann werden wir uns langsam mal die Grillplatte aufstellen. Weil die muss ja auch vorheizen und dann geht es eigentlich so in die heiße Phase. Darf ich jetzt trotzdem mit der hellen anfangen oder willst du jetzt wie lieber du die... Wie du magst. Und rot? Hey, sag mal. Oh, es riecht gut. Oh, es riecht fein. Wir rühren Teig zu Plätzchen ein. Ist gar nicht mehr lange hin, ne? Ach, erzähl mir sowas. Wir stecken ja auch schon mittels einer Weihnachtsproduktion. Wir fangen mal im August an mit der Schokoladentafelproduktion für Weihnachten. Eigentlich zu einer Jahreszeit, wo dir noch so gar nicht danach ist. Mhm. Aber die Schokoladentafeln, die sind immer ein bisschen länger haltbar als Pralinen. Unsere Pralinen sind so circa 3 Monate haltbar. Damit wir auf jegliche Konservierungsstoffe oder ähnliches verzichten können, geben wir halt bloß so eine geringe Haltbarkeit. Okay. Und damit fangen wir mit den Schokoladentafeln an im August, damit wir dann direkt vor Weihnachten im Oktober, November dann Zeit für die Pralinen haben. Wir machen auch dieses Jahr zum Beispiel wieder einen schönen Adventskalender mit 24 verschiedenen handgefertigten Pralinen. Und als Motiv haben wir uns dieses Jahr die Semperoper ausgesucht. Die letzten Jahre haben wir immer die Frauenkirsche drauf gehabt, jetzt kommt mal die Semperoper drauf. Damit es nicht langweilig wird, oder? Genau. Das ist auch eine sehr beliebte Geschenkidee, zum Beispiel auch bei Firmenkunden. Korrekt.
Also, hier ein bisschen Olivenöl. Ab da drauf. Die Grillplatte hast du jetzt wo? Im Backofen heiß gemacht, oder? Ne, die läuft direkt hier über die Induktionsplatte. Ach so, weil du hier Papier drunter hast, deswegen richtig. Bin ich überrascht. Ah. Erstens, um das Kochfeld halt zu schonen, ja, dass es halt nicht zerkratzt oder wie auch immer. Und zweitens sammelt es jetzt oder saugt es schon die ersten Spritzer so ein bisschen auf. Also ich könnte jetzt im Prinzip das komplette Feld halt hier damit auslegen. Jetzt tun wir auch schon ein bisschen würzen. Hier nehmen wir unser bekanntes Bergkernsalz dazu. Wunderbar eingeschlossene Minerale, deswegen halt auch die Farbe. Mhm. Ja, schmeckt nicht vom Salz her salzig so intensiv, sondern eher mineralisch. So, den grillen wir jetzt hier so ein bisschen an. Dann werde ich mir mal unser Fleisch schon aus dem Ofen holen. Die Schokolade, wollen wir die noch irgendwie raspeln oder machst du das dann hinterher oben drüber? Mache ich hinterher oben drüber. Wie lange übt man eigentlich und wie oft schneidet man sich den Nägel ab, bevor man das so kann? Oft. Es gibt immer solche Handgriffe im Handwerk, die man ganz oft üben muss, ne? Absolut. Bei mir war es das Temperieren, bis das funktioniert. Gut, jetzt den Chicorée noch mit draufgelegt und das Fleisch zum Schluss. Herrlich. So, jetzt geben wir hier im Prinzip noch einen Schluck Olivenöl dazu. Rein damit. Das kannst du mal durchpürieren. Ich gebe dir noch einen Löffel vom schwarzen Gold dazu. Ist das nicht viel zu wenig? Zieht sich das dann hoch? Das passt schon. Ja, genau. Ja, wir haben es jetzt leicht aufgeschäumt. Jetzt kommt noch die gehackte Petersilie dazu. So, jetzt geben wir hier unsere beiden Steaks, die nötigen Röstaromen, ne, weil gegart ist es in dem Fall jetzt schon, auf dem Punkt, wie wir es haben möchten. Und jetzt kriegt es natürlich noch einen letzten Schliff. In dem Fall links, rechts anbraten, ich sag mal so circa Minute, anderthalb, legen es wieder hier drauf, würzen hier mit Salz und Pfeffer. In dem Fall hier Bergkernsalz und das schwarze Gold dazu. Lass uns kurz ruhen und dann schneiden wir es auf, legen es hier drüber. Aber du kannst ja schon mal hier unsere... Der Löffel war doch sauber hier, ne? Die Marinade halt hier so drüber geben. Wünschst du ein spezielles Muster? Einfach nur schön. Ich komme dann mit der Schokolade, die hobeln wir dann noch drüber. Wie viel magst du denn? Jetzt schnappen wir uns hier die Kuvertüre halt. Ne? Pass auf die Finger, gucken auf. Ja. Raspeln da einfach noch ein bisschen was drüber. So, jetzt kommen wir hier unsere beiden Steaks kurz nochmal aufs Gitterrost. Wenn du magst, darfst du auch gern würzen. Das schwarze Gold, was verbirgt sich da nochmal dahinter? Wir haben hier einen bengalischen Langschwanzpfeffer, einen Kubebenpfeffer und einen Telecherrypfeffer. Also drei Pfeffersorten, nicht gemahlen, sondern geschrotet. Und die bringen halt nicht so diese Schärfe eines Pfeffers mit, sondern eher mehr diesen ausgewogenen, diesen runden, pfefferaromatischen Geschmack. Ne? Also ich sag mal so, diejenigen, die ihn probiert haben, die können nicht mehr loslassen davon. Die werden einfach mal nicht zuckersüchtig, sondern goldsüchtig. Und wenn wir das kombinieren? Mit einer Vollmilchschokolade?
Wir müssen es mal probieren. So, jetzt hier schön. So, Träumchen. Das wird man jetzt natürlich noch tranchieren, nochmal flugs aufschneiden. Mache ich da drüben. Aber erstmal, Niki. Ja. Jetzt sag einfach mal, was bei dir explodiert ist. Na, ich wollte meine Praline, sage ich mal, aus Wachs mit einem Luftballon machen. Und okay. Habe ich halt genauso die Temperatur nie beachtet und habe den Luftballon reingehalten und ist er kaputt gegangen. Und da hatte ich das mal hier auf dem Tisch und dann bin ich zu Plan B umgeswitcht und habe es trotzdem hinbekommen. Sieht wieder mega aus, ne? Blumenatelier Freiberg. Genau. Niki, also ohne Worte, jedes Mal immer wieder dasselbe. Fantastische, was du uns hier kreierst. Nicht immer dasselbe, sondern wirklich auch dem Thema entsprechend. Genau, also, wenn ihr da mögt, definitiv die Niki in Freiberg auf der Untergasse 6. Genau. So, jetzt werden wir hier mal flugs noch die Steaks tranchieren. Jacqueline, du kannst mir hier von den Erbsensprossen bitte da einfach mal so die Spitzen oben runterschneiden. Habe ich noch nie verarbeitet selber in der hauseigenen Küche. Gut. Jacqueline. Sehr lecker. Das ist unsere herzhafte Variante mit Schokolade. Das heißt, wir haben hier gegrillten Radicchio, gegrillten Chicorée mit der Orangen-Ingwer Petersilienmarinade, ein gegrilltes Dry-Aged-Beef und veredelt die ganze Geschichte natürlich mit Ruby-Schokolade. Ja. Oder Ruby-Kuvertüre. Und in einer 72-prozentigen, genau. Schön zartbitter Schokolade. Richtig, also das wird jetzt hier so die Vorspeise. Und das Dessert steht dann natürlich noch im Kühlschrank. Das gibt es dann gleich noch später dazu. Ist das jetzt dein oder mein Teller? Deiner. Ich nehme das, was da liegt. Ich habe heute extra nie gefrühstückt. Ich nehme das, was da liegt. Jacqueline, es war mir ein innerliches Blumenpflücken, würde man sagen. Ja. No? Mit dir auf jeden Fall heute hier schön gekocht, gebacken, Dessert zubereitet zu haben. Es war interessant, mega. Also wenn ihr hier Schokoladenkurs, Pralinenkurs, wie auch immer, dann... Sehr gern unter pralinenherz-shop.de. Richtig. Ansonsten die passenden Blumen dazu von Niki. Nicoles Blumenatelier in Freiberg. Richtig. Und wenn der Rizzo mal bei euch zu Hause vorbeikommen soll oder wo auch immer, dann rizzo-kocht.de. Schau zu, gerne auch abonnieren. Hast du einen YouTube-Kanal? Noch ja, nicht? Ja, aber halt nicht gepflegt. Okay. Dann eher die anderen Medien, Instagram und Facebook. Also dort immer einen Daumen hoch oder ein Herz dazu. Ne? In diesem Sinne, sportfrei, schmecken lassen auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Zuschauen. Ciao. Tschüss.